habe ich so ein ganz tolles Telefon. Und dann kann ich das Fahrzeug anfordern. Jetzt habe ich gedrückt und das Fahrzeug fährt jetzt los. Schau. Oh ja. Genau. Die Kunst wird wirklich die Kommunikation. Genau. Von dem Auto zu der Umwelt. Und dass der Wagen jetzt hier alleine hergefahren kommt, uns quasi vom Geschäftstermin hier aufliest. Aber wenn wir mal schauen, was wir heute schon können. Ja. Wenn man heute mit der S-Klasse in Stuttgart am Flughafen vorbeifährt, so quasi im Stau fahren, der Stress, der durch den Stau ausgelöst wird, der ist schon sehr zurückgegangen. Ja. Und es macht richtig, ich will nicht sagen Spaß, aber es ist nicht so unangenehm, mehr in einem Stau zu stehen. Das stimmt. Es wird einem einfach viel abgenommen. Ja, das stimmt. Das ist ein richtig gutes Gefühl mittlerweile. Jetzt sehe ich, auf uns. Weil der weiß ja jetzt, wo wir gestanden haben, also macht ja auch keiner, also er hupt nicht, blinkt nicht, aber wir sehen ja, er ist da. Ne? Wir sehen, er ist da und dann wartet er quasi auf uns. Mhm. Er erkennt uns jetzt und er wird jetzt auch uns sagen, ob wir denn jetzt wirklich über die Straße gehen können, indem er uns jetzt mit uns redet, dass wir wirklich jetzt die Straße überqueren können. Das ist quasi eine Art der Kommunikation, die wirklich wichtig ist. Mhm. Normalerweise würde ich, wenn ich jetzt die Straße überquere, würde ich Blickkontakt aufnehmen mit dem Fahrer. Genau. Der Fahrer gibt mir ein Zeichen, du kannst gehen oder ich will weiterfahren. Ja. Das muss jetzt das Auto übernehmen. Wir haben uns genau darüber Gedanken gemacht und dazu kann natürlich der Laser als System eine Möglichkeit sein. Das Fahrzeug hat im Vorfeld eben erkannt, dass die Situation sicher ist, dass ein Fußgänger in dem Fall den die Fahrbahn überqueren kann. Mhm. Und dann wird eben dieser Zebrastreifen angezeigt. Und das Loslaufen wird eben unterstrichen dadurch, dass der Zebrascheibe von weiß auf grün schaltet und dann eben beginnt sich zu bewegen, entsprechend der vorberechneten Bewegungsrichtung des Fußgängers oder auch Radfahrers. Jetzt könnte man rübergehen. Jetzt könnte man rübergehen, genau. Ja. Und stellen Sie sich vor, ein Fahrzeug, selbstfahrend, hat den Wunsch einzuparken und muss uns natürlich darüber auch informieren. Mhm. Und das kann auf diese Art und Weise angezeigt werden, nämlich indem eben der Pfeil anzeigt in Verbindung mit diesem P, dass der Parkplatz auf der rechten Seite liegt und wir eben wissen, wenn wir hier an dieser Stelle stehen, passiert uns nichts. Wir werden nicht überfahren, klar. Das Fahrzeug hat den einen oder anderen Wunsch geäußert zu parken und das wird es dann auch tun. Wir Menschen haben Blickkontakt und können über Gestik uns austauschen. Ja. Die Möglichkeit sollte ein autonom fahrendes Fahrzeug unserer Meinung nach auch haben. Mhm. Und der Laser als Technologie ist ein Angebot, eben diesen Austausch zu ermöglichen. Eine lange Phase geben, wo es ja beides geben wird. Es Fahrzeuge geben, wo die ganz normal konventionell fahren werden und Fahrzeuge, die autonom fahren werden. Mhm. Und dieser Mischbetrieb, der wird sicher eine Herausforderung sein, wenn man sich stellen muss. Na, wir schneiden uns an. Das gehört auch dazu, weil auf Anschnallen kommt man nicht vorbei. Die Gesetze der Physik kann auch das autonome Fahrzeug nicht außer Kraft setzen. So, jetzt gehen die Türen zu und schon sind wir in unserer neuen Welt. So quasi. Jetzt sieht man hier ja auch die Displays auf der Seite. Ich drücke jetzt da mal drauf. Jetzt sieht man, es ist ein Menü gekommen und jetzt können wir mal gucken, wie wir hier starten. Jetzt sieht man ja, dass hier das Fahrzeug schön dargestellt ist. Ja, da haben wir hier die Uhrzeit. Hier gibt es den Go-Knopf und mit dem Go-Knopf kann man jetzt mal gucken, was wir damit losfahren. Genau. Ja, dann jetzt den Go-Knopf starten, dann geht es wirklich los. Und so, jetzt starten wir jetzt. Da drauf gedrückt. Oh, jetzt tut sich was, ne? Und man sieht es doch ganz komfortabel so. Definitiv, Man hat viel Platz vor sich auch als quasi Fahrer, der man eigentlich nicht mehr ist. Ne? Wir können uns ja schön unterhalten. Ja, ist wie ein rollender Kokon, kann man sagen. Genau. Ja. Und erst recht, wenn wir dann nachher uns noch mal weiter bewegen, ja, dann wird sich der ganze tolle Innenraum noch mal besser zum Vorschein kommen. My name is Ratko Jagodic and I'm a senior interaction designer. My task was actually for this car to develop an interface for the dashboard using eye tracking and gesture interactions. The car actually understands what am I looking at, and much like human beings, when I'm looking at something, I'm sort of expressing my intent of interacting with that. So if I'm talking to you right now, I'm looking at you, you know that all my gestures and my voice and my speech is actually going directed at you. Yeah. Okay, I'm looking at the center and therefore I'm interested in controlling the center. So we have simple gestures, a combination of eye tracking and hands that allow you to control different parts of the car. So when I pull my hand back,
it's a natural gesture, like moving the map closer to you. Yeah. So it's to see more detail, right? Or I'm actually pushing away from me, just like you would a physical map. You push it away from you to see high level quick perspective. Overview, yeah. Right. So in this way, a combination of eye tracking and gestures, it's kind of a natural interaction. You just look at it, and it's a simple interaction mm-hmm. with your hands. And actually, you can hear it getting louder or quieter, right? Mm-hmm. When I'm done setting the volume, I just put my hand down mm-hmm. and go back to reading newspapers or, you know, using my iPad of the future or whatever that might be. Sehr wichtig ist nämlich, dass man wirklich durchdiskutiert, wie soll ein Roboterauto, ein autonomes Fahrzeug in unterschiedlichen Situationen reagieren. Dazu gibt es jetzt die Möglichkeit, dass ich diese Roboter an beliebige Stellen im Raum aufstelle und beliebige Identitäten annehmen können. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier mal einen fiktiven Shared Space mhm. und ich habe hier jetzt einmal unterschiedliche Charaktere. Ich habe hier ein normales Auto, ich habe hier eine erwachsene mhm. Person, ich habe hier ein selbstfahrendes Auto, ich habe ein kleines Kind mhm. und ich habe zum Beispiel ein Fahrrad. Mhm. Und zum Beispiel, ich kann jetzt das kleine Mädchen fragen, was ist deine Intention? Und dann sieht man die Intention des Mädchens scheinbar zum da hinten ja. zum Erwachsenen, vielleicht ist es der Vater oder ja. die Mutter, ja. Zu laufen. Beziehungsweise ich kann auch hingehen und das selbstfahrende Auto hier fragen, was ist deine Intention? Mhm. Dann sieht man hier einen zu einem Parkplatz zu kommen und anscheinend hier sind die Parkplätze ja. und dort sozusagen die Bewegung zu finden. Gut, und dann können wir uns anschauen, was dann passiert. Also ich starte das jetzt einmal. Weil die Wege würden sich ja kreuzen. Ja, zum Beispiel in dem genau. Fall ja. Also das Kind läuft zum Vater, das selbstfahrende Auto erkennt, dass er ein Kind ist, mhm. blendet den magischen Zebrastreifen ein, wartet auf eine gewisse Distanz, dass das mhm. Kind vorbei ist, geht weiter mhm. oder fahrt weiter, versucht den ganzen anderen Verkehr zu umfahren mhm. und endet dann quasi auf diesem Parkplatz hier. Auf der einen Seite zeigen wir natürlich rein optisch, zeigen wir diese Vision. Ja. Technologisch haben wir natürlich die heutige Zeit hier installiert. Ja, natürlich. Und das sieht man daran, dass wir eine Computerleistung hier an Bord haben, die ist unvorstellbar. Das hätten wir uns selber vor 2, 3, 4 ja. Jahren noch gar nicht vorstellen können, dass wir mal so ein komplexes Auto gemeinsam bauen, das so dermaßen viel kann. Mhm. Nun muss ich aber auch die Technologie weiterentwickeln. Davon ja, gehen wir aber natürlich. Aus, dass diese Technologie dann in 20, 30 Jahren dann es ermöglicht, in diesem Auto dann ganz kompakt und mhm. ganz klein zu sein, damit wir noch weitere Vorteile natürlich mit dem und natürlich realisierbar in Sachen Kosten, weil wenn will man das natürlich nicht Packaging, nur... Packaging, Platzbedarf, ja. ja alles was so dazugehört, genau. das gehört ja alles mit dazu. Und schon sieht die Welt ganz anders aus, ne? Wir ja. fahren rückwärts. Völlig verrücktes ja. Fahren, weil man sitzt jetzt wie im Zug quasi. Ja, ja genau. Ja. Privater Learjet. Ja, im Endeffekt, genau. Learjet auf Räder. Ein guter Vergleich, ja. denke ich. Wir heben auch ein Stepnetch ab. Mhm. Sie müssen nur das Kommando geben und schon geht's ab. Okay. Dann natürlich jetzt auch zum Abheben ein bisschen Gas geben. Ja, genau. Haben wir jetzt sehr schön gesehen, ja. wie wir jetzt auf Dynamik gegangen sind. Ja. Ja, das ist halt, glaube ich, die größte Umgewöhnung für den Autofahrer, ist dann wirklich mal sich fallen zu lassen, ja. zu sagen, okay, ich muss nicht fahren, ich kann mich auch mit dem Rücken in den Verkehr begeben und abschalten. Ja. Jetzt sind wir natürlich schon so manchen Kilometer zusammen rückwärts ja. gefahren und man gewöhnt sich natürlich auch. Das ist Vertrauensfrage. Sehr, ganz genau, sehr schnell dran und wir vertrauen natürlich dem Fahrzeug auch. Ja. Aber ich finde, Sie machen das schon ganz toll, wie schnell Sie sich daran gewöhnt haben, praktisch auch in dieser Position entsprechend zu entspannen. Ja, der Erfinder des Automobils, da habe ich natürlich dann Grundvertrauen. Ja! Ich denke, also mein Mini-Fazit ist, man kann so fahren und es so aushalten. Also sehr, sehr schön. Wir haben gesagt, es ist ein Vorschlag, wie wir uns die Vision vorstellen können, wie wir in 20 Jahren genau. mit adäquat mit einem Auto fahren können, ja. luxuriös, mit viel Platz im Innenraum, mit einem hohen Komfort, einfach klassisch Mercedes S-Klasse mäßig. Genau. Und genau diese Anregung auch an die Gesellschaft, mhm. wie gehen wir damit um, was müssen wir denn alles regeln, um in 20 Jahren so fahren zu können, das ist unser Ansinnen, mhm. damit eine Diskussion in Gang kommt, ja, genau. diesen Weg vorzubereiten. We'll be right back.
Thank you.